Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 509 am Dienstag, den 23. April 2024. Es ist 23 Uhr und wir haben 5 Grad Außentemperatur in Herwig. Ein intensiver Arbeitstag geht heute für mich zu Ende. Und das war auch der Hauptgrund, warum es heute keine längere Podcast-Folge gegeben hat am Dienstag, weil ich einfach echt viel zu tun hatte und heute Abend noch ein Meeting hatte mit den Camper Nomads, was sehr intensiv war und dann auch ein bisschen länger gedauert hat und ich dann einfach kaputt war und jetzt nicht noch Zeit hatte und auch echt keinen Kopf mehr hatte, noch eine längere Podcast-Folge aufzunehmen. So ist das manchmal und ich weiß, es gab erst neulich eine längere Pause, aber irgendwie mit diesen Dienstagsfolgen, da ist ein bisschen der Wurm drin. Mal gucken, das muss ich vielleicht nochmal insgesamt mir überlegen, wie ich das strukturieren kann, dass das wieder regelmäßiger läuft und Lust habe ich dazu schon, auch mit Video. Das macht echt Spaß, aber es ist halt auch echt mehr Arbeit und ja, mal gucken, wie ich das insgesamt geregelt bekomme. Ansonsten war das wirklich ein sehr produktiver Tag. Ich habe auch noch mal ein tolles Kundenmeeting gehabt mit meiner Kundin für die Webseite. Haben wir noch mal etliches wieder besprochen und weiterentwickelt und sind da auf einer guten Zielgeraden, würde ich sagen. Mal gucken, wie das dann Ende nächster Woche aussieht, wenn wir das nächste Meeting haben. Ob wir dann wirklich schon kurz vor der Veröffentlichung stehen. Mal gucken, ob das alles so klappt. Es gibt schon noch einiges zu tun an der Webseite. Das ist doch ganz schön viel immer. Und heute Abend das Meeting mit den Camper Nomads, da ging es um Abmelden aus Deutschland. Da war ich eigentlich eher so in der Position, meine Erfahrungen ein bisschen mitzuteilen. Aber wie das so häufig ist in solchen Meetings, dann kriegt man hinterher dann doch noch andere Themen zu fassen irgendwie oder die Randthemen, die dazugehören. Und das war echt ein toller Austausch, so dass es für mich dann auch nicht nur Input war, sondern ich habe da auch wirklich wieder einiges mitnehmen können für mich. Außerdem ist es natürlich immer wieder schön, die Leute aus der Community zu treffen und sich auszutauschen und mal zu sehen, wo die gerade stecken oder stehen und machen und was die so vorhaben. Also es hat echt wieder Spaß gebracht. Es war ein richtig schöner Austausch. Und dann war ich heute Abend noch kurz beim großen deutschen Discounter, wobei ich mich dann gefragt habe, als ich die Story bei Instagram und Facebook aufgenommen habe, ob es überhaupt ein deutscher Konzern ist. Ich spreche hier von Lidl und ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich ein deutscher Konzern ist. Das muss ich mal nochmal nachrecherchieren, weil den gibt es ja wirklich überall in Europa oder nicht überall, aber fast überall in Europa. Auf jeden Fall hatte ich dann eine sehr, sehr nette Begegnung mit der Kassiererin. Ich hoffe, ich sage das jetzt politisch korrekt. Und die Mitarbeiterin, so nenne ich es mal ganz neutral, hat mich unheimlich nett begrüßt an der Kasse, hat mich gefragt, ob es mir gut geht, ob ich einen tollen Tag hatte. Und das war, also es war eine richtige Konversation mit der Mitarbeiterin an der Kasse. Also das habe ich so noch nirgends erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war kurzzeitig überfordert, aber nicht wegen der Sprache, sondern einfach von der Situation heraus, weil das erwartet man in Anführungszeichen nicht. Also ich erwarte sowas nicht an der Kasse. Das war jetzt schon echt krass. Und natürlich habe ich dann geantwortet und habe sie auch gefragt, ob es ihr auch gut geht und ob sie auch einen guten Tag hatte. Und ja, also so Smalltalk halt. Also es war richtig, richtig, richtig schön. Das hat meinen Tag irgendwie ganz toll abgerundet, muss ich sagen. Ja, und jetzt habe ich gerade noch ein bisschen zum Abschalten Serie geguckt und nehme jetzt diesen Podlog auf und dann geht's auch zu Bett. Morgen wird nämlich auch ein ganz gemischter Tag. Ich habe noch ein privates Meeting, Online-Treffen und ich will morgen Wäsche waschen. Ich will aber eigentlich auch noch in diesen Ort hier. Da war ich ja auch noch nicht vor lauter Arbeit, obwohl ich jetzt hier die zweite Nacht stehe. Kann aber hier auch nur 2 Nächte stehen for free auf diesem Platz, sodass ich dann morgen auch wechseln muss.
Also ich weiß das noch nicht so genau. Habe jetzt auf der Strecke nach Edinburgh beziehungsweise zu dem Vorort, wo ich hin will, habe ich jetzt auch noch eine Wäscherei gefunden, wo ich hin kann, wo ich waschen kann. Aber ja, mal gucken, was der Tag bringt, ob ich es wirklich schaffe, morgen bis dahin zu fahren. Das ist alles nicht mehr weit, aber mal gucken. Weil als ich dann bei Lidl heute war, habe ich auch festgestellt, ich muss morgen da unbedingt mit dem Auto noch hin, weil da so viele Dinge sind, die ich gerne probieren möchte. Und die haben auch ein paar vegane Sachen gerade im Angebot, die ich nochmal testen will und probieren will, die sie jetzt nur kurzfristig haben, also kurzzeitig haben. Da will ich auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen mich bevorraten. Ja, und ja, mal so ein paar englische bzw. schottische Sachen dann auch probieren und mitnehmen. Also da bin ich schon gespannt. Also ich habe morgen noch so einiges vor. Das wird echt ein turbulenter Tag, glaube ich. Aber das macht ja beim Reisen Spaß. Und ja, ich habe da auch nicht wirklich Zeitdruck morgen. Also insofern passt das auch alles irgendwie. Ach ja, eine neue Gasflasche brauche ich auch noch morgen. Die ist auch wieder fällig zum Tauschen. Also ihr seht schon, das wird nicht langweilig. Ich berichte dann morgen Abend, was davon dann tatsächlich geklappt hat und was ich umsetzen konnte und wo ich letztendlich dann die Nacht verbringe. Mal sehen. Es ist spannend. Ich finde es auch immer spannend, wenn ich noch nicht weiß, wo ich am nächsten Tag dann übernachte. Also wenn das dann noch so spontan ist. Das ist oftmals weiß ich das ja schon einen Tag vorher. Also nehme mir das dann vor, dann und dann dort und dort zu sein. Aber heute ist das mal noch offen. Mal gucken. Es gibt ein paar Optionen. Irgendwo werde ich nächtigen. Das Schöne ist ja, ich habe ja mein Bett immer mit. Also ich kann ja theoretisch am Straßenrand irgendwo anhalten. Das mache ich natürlich nicht so gerne. Ich habe dann schon gerne auch in Plätzchen, wo es ein bisschen gesittet, geordnet oder ruhig zugeht. Ruhig ist es hier jetzt auch nicht. Also ich könnte auch gut mal wieder in die Natur raus und Ruhe haben. Aber jetzt ist erstmal dann Edinburgh auch noch auf dem Plan. Also das wird jetzt noch mal eine Woche irgendwie, wird dann noch mal ins Land gehen, bis ich dann weiter rauskomme, glaube ich. Genau. Alles zu seiner Zeit. Und dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt Anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.